Leute, willkommen bei unserem neuen YouTube-Video. Ich heiße Stefan. Ich bin Lara und zusammen sind wir echt Freunde. Let's go! Also Leute, heute gibt es eine Roomtour. Viele von euch haben sich das gewünscht und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht so lange. Wir fangen direkt an, let's go! Geht's schon los? Ja. Hallo! Hallo! Kommen Sie rein, wir willkommen bei unserer wunderschönen Roomtour. Oh, ich bin fast hingefallen. Wie groß ist unsere Wohnung? Unsere Wohnung ist 82 Quadratmeter groß. Wie viele Räume haben wir? Wir besitzen... Drei Räume. Das war's. Okay. Los geht's. Wir gehen jetzt in unser drittes Zimmer quasi. Und das ist unser TikTok-YouTube-Zimmer. Kommt mal mit. Also, das ist unser YouTube-Zimmer. Wir haben uns hier extra Softboxen bestellt. Dann haben wir, wie ihr vielleicht in unserem ersten YouTube-Video schon gesehen habt, saßen wir auf so einer Couch hinter so richtig krassen Kisten und das haben wir so versucht nachzubauen. Das ist jetzt quasi das Ergebnis. Ja, ich würde sagen, es sieht ein bisschen aus wie auf Wish bestellt. Aber ja, so für das Erste reicht das, würde ich sagen. Finde ich ganz cool. Willst du dich mal setzen? Zeig den Leuten nochmal, ja, wie toll das aussieht. So, oben seht ihr, ey, Freundin. Okay, wollen Sie schon vorführen? Also hier gibt es echt nicht so viel zu sagen. Das ist so unser Abstellraum. Hier haben wir immer unsere Konfetti-Partys gefeiert im Livestream. Der hat uns bei TikTok verfolgt. Leute, ihr wisst Bescheid. Und ja, film doch mal da vorne die Puppe. Guck mal, die sieht doch voll geil aus. Kannst du die mal filmen? Die in der Ecke? Halt ruhig drauf, Alter. Pass mal auf. Die hat ein Ey-Freundin-Tattoo. Sieht man das? Ja, wunderschön, ey. Ja. Mach die Fliese wieder schön. Okay. Ich würde sagen, hier ist fertig. So, dann willkommen in unserem wunderschönen Badezimmer. Ich übergebe das Kommando an Ey-Freundin, weil hier gibt es eine Story zu. Okay, also dieses Badezimmer ist echt schäbig eigentlich. Sag mal, filmst du mich im Spiegel? Das ist ja funny. Okay, also dieses Badezimmer war vorher komplett weiß. Und während der ganzen Corona-Zeit, Lockdown-Dingsbums, habe ich es einfach mal grau gestrichen. Und bitte beachtet nicht diese Flecken da an der Decke, weil ich habe ein bisschen... Diese? Ja! Weil ich habe ein bisschen daneben gepaintet, aber egal. Was hat denn der da die ganze Zeit währenddessen gemacht? Wir waren live bei TikTok und ich habe sie gefilmt. Genau, weil wir da auch schon... Also ich habe hier nichts geschnitten. Oh, hatten wir da noch kein TikTok? Ah, nee. Also ich habe auf jeden Fall nichts gemacht. Ich habe hier nichts gestrichen. Also, weiter. Wir haben hier ein paar Pflänzchen gekauft, um das ein bisschen schöner zu machen. Wir haben richtig sexy Klodeckel, falls ihr den noch nicht gesehen habt in unseren coolen TikTok-Videos. Das ist das Beste an dieser Wohnung. Wir haben einen tollen Spiegel gekauft, aber dieses Badezimmer hat keine Steckdose. Aber ja, wir haben Touch, schaut mal. Okay, ja, wir haben einfach versucht, das Bad ein bisschen schön zu machen. Und bitte beachtet nicht diese Unordnung im Hintergrund, weil, ey, Freund, wäscht keine Wäsche und ich habe nicht so viel Zeit. So, meine Freunde, willkommen in unsere Küche. Ja. So, ich habe keine Ahnung von der Küche, deswegen wieder, ey, Freunde. Sag mal, von was hast du eigentlich Ahnung? Im Badezimmer, keine Ahnung, hier keine Ahnung. Achso, naja, warte, wir geben den Leuten mal hier, also die Leute, die bei TikTok uns folgen und immer im Livestream dabei sind, das ist die Perspektive. Ey, Freundin ist da immer am Kochen, koch mal, tu mal, sonst willst du kochen. Und ich stehe immer hier so mit Handy. Und das sind immer unsere Livestreams-Perspektiven. Also das passiert alles hier in der Küche, Leute. Okay, das war's, jetzt darfst du weiterführen. Ja, ich habe gestern ein bisschen die Küche geputzt für euch. Sebastian, hör auf, Dreck zu suchen. Die Küche, nicht die Decke, okay? Okay. Hallo. Heißt, stopp. Hier ist so eine kleine Kaffee-Ecke. Hier konnte ich ein bisschen Kaffee machen, so. Ne, lecker, lecker, geil, schön Werbung machen. Aber eigentlich bekommen wir kein Geld dafür, weil wir machen da gar keine Werbung. Da unten ist Rockys Napf. Da ist sein Eckchen. Und da ist sein Plätzchen. Wenn wir hier kochen, liegt er da immer. Wenn wir Vor allem, kochen, wenn wir hier kochen. Wenn wir hier kochen. Wenn ich hier koche. Ich habe hier noch nie gekocht. Außer Pizza und 5 Minuten Terrin.
wenn ich hier koche. Also das ist unsere Küche. Ich zeige euch jetzt mal was ganz Tolles. Oh nein. Passt mal auf. Süß. Der Stefan Henrik Neumann. Neumann. Pyjama Girls. Wir werden auch bald das Korean-Süßigkeiten-Video machen. Also seid schon mal gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ready dafür seid. Seid ihr ready? Ja, nein, Daumen hoch. Okay? Korea, Essen. Lustig. Game over. Wir haben die Rollos noch nachgekauft, damit nicht jeder uns hier reinglotzt. Hallo, wir drehen gerade YouTube-Videos! Jetzt wissen alle, wo wir wohnen. Ja, wissen eh schon alle. Egal. So, und kommen wir zu unserem Wohnzimmer. Meiner Meinung nach bisher auf jeden Fall der gemütlichste und schönste Raum. Aber jetzt gerade irgendwie nicht so. Ja. Weil? Weil ganz viele Kooperationen zurzeit, was uns natürlich sehr, sehr freut. Also danke an der Stelle. Aber da steht ein Karton, weil wir Klamotten bekommen haben. Da stehen noch Kartons versteckt, die wir bekommen haben. Ja. Da steht ein Karton, den wir versteckt haben. Ja. Oh, ey, Freunde wollten Witz reißen, hat aber nicht geklappt. So, auf jeden Fall, hier ist unser Adventskalender, den Elf Freundin für mich gebastelt hat. Ja, unser, mein. Warum ist da ein Feuerzeug drin? Toll, ganz toll. Ich hab dir ein paar coole Sachen geschenkt und du kannst endlich mal eins auspacken. Ja, okay, machen wir vielleicht noch. Ja, das ist unser Adventskalender. So eine Freude, ey. Hier wird auf jeden Fall am allermeisten gedreht. Weil das so unser Hauptraum, Hauptchillraum ist, Hauptraum, wo wir eigentlich... Die ganze Zeit chillen. Die ganze Zeit. Ich hab übrigens, was richtig witzig ist, ich habe auch hier die Wände gestrichen. In der Küche gerade auch, aber da habe ich es nicht erwähnt. Upsi. Ich habe auch hier die Wände gestrichen. Einmal hier die Wand und einmal auf der anderen Seite in so einem hellgrau. Ich hoffe, man sieht das. Um das ein bisschen cozy zu machen hier. Und ich habe tatsächlich, ich hatte keine Lust, den Fernseher abzunehmen dafür. Deswegen habe ich einfach um die Halterung drumherum gestrichen. Oh, also für die Leute, die nachher hier einziehen und das sehen. Was, das Einzige, was richtig special gerade ist, ist hier unser Weihnachtsbaum, Leute. Also hier haben wir auch, wir sehen hier so ein paar Namen. Da haben wir nämlich in unseren TikTok-Livestreams haben wir immer Namen aufgeschrieben von unseren Followern, die uns was donated haben oder so. Oder eine richtige Zahl erraten haben. Und ja, deswegen hier können wir bestimmt gleich nochmal ein Close-Up machen. Das macht der schöne Sebastian bestimmt gleich mal für euch. Und ja, gibt es hier noch irgendwas Spezielles zu sagen? Nein. Hallöchen, hier sind wir wieder. So, immer noch. Kommen wir zu unserem wunderschönen Flurgarderoben-Jacken-Einstandstation. Ja, also Leute, hier hängen auf jeden Fall ein paar Jacken. Wir haben diese, was sind das hier? Kleiderstangen? Stangen. Kleiderstangen? Ja. Hängestangen? Wandstangen. Wandstangen, Hängestangen für Kleiderstücke. Auf jeden Fall haben wir davon ganz viele gekauft, weil hier hängt eins... Dazu gibt es gleich noch eine neue Story. Ja, wir gehen gleich mal hoch, dann sagen wir euch, was los ist. Ja, auf jeden Fall hängen hier ein paar Jacken. Hier versteckt, kannst du einmal reinkommen, komm mal her. Da sind ein paar Schuhe, kannst du, sieht man das so? Oder ganz schlimmes Licht, weiß ich nicht. Ja, hast du da gerade einen Lieblingsschuh? Vielleicht interessiert das die Leute, denn. Boah, mein Lieblingsschuh. Also den Schuh, den ich halt jeden Tag trage, ist mein Doc Marten. Geil. Ich habe keinen Lieblingsschuh. Ich liebe alle meine Schuhe. Aber ich habe noch eine traurige Geschichte. Schaut mal, das war mein erster Off-White-Schuh. Den habe ich mir mal gegönnt, ey. War ich voll stolz. Den habe ich auch richtig schon rasiert, diesen Schuh. Der sieht doch schon ganz schlimm aus. Aber schaut mal, was passiert ist. Rocky hat einfach aus Langeweile reingebissen in meine... Off-White-Zip-Dingsbums hier. Katastrophe, oder? Sad. Eine Runde Mitleid. Oh. Ja, ansonsten, ich würde sagen, kommt mal mit, wir gehen mal hoch. Hier ist wirklich Lebensgefahr, Leute. Es ist nicht so stabil, wie das alles hier aussieht. Boah, Schlafzimmer. Alles klar, also das ist hier unser Schlafzimmer. Ja. Witzige Story. Waren wir hier in der ersten Nacht und hatten ein 1,40er Bett und lagen genau hier in der Mitte. Übrigens ist der Boden auch nicht richtig eben, deswegen haben wir die ganze Zeit so mit unserem Bett gewackelt. Naja, auf jeden Fall. Oh Gott.
lagen wir in der ersten Nacht in diesem Bett so, weil es so eng war. Und wir dachten, wir fallen gleich beide an beiden Seiten raus. Und deswegen haben wir uns so gedacht, okay, warum holen wir nicht einfach noch ein Bett? Und deswegen haben wir jetzt zwei 1,40er Betten. Tada! Und wer das ist, beantworten wir euch auch sofort. Das sind nämlich Paul und Pauline. Das ist Paul. Das ist Paul. Und der lebt schon ein bisschen länger. Der ist schon ganz schön dünn geworden. Weil die kriegen hier nichts zu essen. Außer Pizza und 5 Minuten Terrine. Und das ist Pauline. Die sind wundertoll. Wundertoll. Lass die Stange in Ruhe. Das war diese Kleiderstange, die unten war. Und da waren 3 Stück hatten wir hier dran. Und dann sind die irgendwann einfach rausgefallen. Weil das noch sehen. Geh mal weg, Alter. Hier. Weil die Wand einfach so hart war. Da sind die rausgerissen einfach. Wir sind nachts wach geworden, weil das hier so gekracht hat, weil alles runtergefallen ist. War richtig toll. Ja, und ansonsten... Das geht übrigens nicht raus. Quatsch mir nicht dazwischen. Mann! So, hier ist auf jeden Fall ein Tippi. Das stand eigentlich vorher unten im Wohnzimmer. Und da haben wir aber jetzt hier hochgestellt. Aber Rocky hat da noch nie drin geschlafen. Nur wenn der böse ist, dann muss er halt immer da rein. Aber der ist ja eigentlich immer lieb. Ja, sonst gibt's das, so Unterwäsche, alles mögliche. Wo? In Ordnung. Wo? Ah! Hier, das sind unsere Taschentücher natürlich, ne? Wegen Corona muss man sich immer die Nase putzen. Wegen nichts anderem. Wo ist der Mülleimer? In meiner Hosentasche. Ja, ich wollte eigentlich, ich feiere das voll, kennt ihr das so, wenn das so seemannsmäßig aussieht? So mit diesen Netzen und dann noch so... So ein Scheiße, wie heißt es denn? Lenkrad. Ja, Lenkrad, das heißt bestimmt Lenkrad. Genau, also ein Schiffslenkrad, genau, so sportwagenmäßig. Ja, und deswegen haben wir diese Fischernetze hier bei Amazon bestellt. Ja. Die waren auch voll günstig, ich glaube 2 Euro oder so. Das ist ja auch geil. Ach, leck's mir doch Arsch, ey. Link in der Beschreibung. Und wir wollten da eigentlich noch so kleine Lichterkettchen reinhängen. Aber das sah halt auch nicht aus. Deswegen... Die hier. Die auch nicht mehr leuchten, weil keine Batterien mehr drin sind. Toll. So Leute, wir hoffen, euch hat unsere Roomtour gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welcher Raum euer Lieblingsraum ist. Und zu guter Letzt noch ein bisschen Eigenwerbung. Denn unser Merch ist online! Juhu! Also wer noch kein Merch hat, checkt ihn auf jeden Fall ab. Das ist das T-Shirt. Das ist der Hoodie. Oh yeah. Oh yeah. Und ja, ansonsten, willst du noch was sagen? Ich fand's cool. Ich fand's auch cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, es war witzig. Und ansonsten, Leute, aktiviert die Glocke, drückt abonnieren. Was gibt's noch? Ihr wisst Bescheid, ich habe keine Daumen. Ahnung. Macht alles hoch, was hoch geht. es geht immer alles nach oben. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.